Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny von mir. Ich bin Currywurst und in diesem Video werde ich euch einen Out-of-Map-Glitch zeigen im Strike, die Beschwörungsgruben beim Bossraum. Ich bin jetzt nicht im Strike, ich bin in der Mission ans Licht verloren, dort wo man die Spindel bekommen kann, denn da startet man direkt dort drüben und dort drüben ist dann der Bossraum zu den Beschwörungsgruben. Ich mache das Ganze hier live kommentiert. Ich hatte einfach mal wieder Lust drauf, meine ganz alten Videos waren ja auch alle immer live kommentiert und ja, mir war einfach mal danach. Bevor der ganze Out-of-Map gestartet, zeige ich euch aber, wie ihr dort reinkommt in den Bossraum. Ihr könnt das natürlich im Strike ausprobieren, den Glitch, oder eben auf der Patrouille, und für die, die es auf Patrouille ausprobieren wollen, zeige ich euch hier erstmal, wie wir uns in den Bossraum glitchen. Und zwar, ihr braucht dafür einen Titan oder einen Jäger. Den Titan mit gesteigerter Höhe und komplett hoher Agilität und am besten auf jeden Fall ein Schwert. Ich war auf jeden Fall der Meinung, dass das Ganze mit dem Warlock nicht möglich ist. Allerdings hat mir jemand in die Kommentare geschrieben gestern, dass er das Ganze mit dem Warlock geschafft hat. Also ich weiß nicht, ob es mit dem Warlock möglich ist, aber anscheinend schon. So, ich stellt euch hier drauf und springt auf die Lampe hier hoch. So, schlagt euch kurz dagegen und dann fliegen wir hier rein. Und jetzt geht es einfach nur ein bisschen den Höllenschlund hoch. Und hier ist eine kleine Lücke. Und hier ducken wir uns einmal und sind dann auch schon durch. Das Ganze hier habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und zwar der Safe Spot für die Beschwörungsgruben. Das Ganze funktioniert auch noch, habe ich letztens erst gemacht. Vor, weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen war dieser Strike ja Dämmerung. Und da habe ich das Ganze gemacht, also funktioniert noch. Wenn ihr hier steht, lasst ihr euch hier einmal, geht hier runter, dann aktiviert ihr den Checkpoint. Und dann müsst ihr einfach nur hier kurz hoch. So, und wir laufen jetzt praktisch über die Felsen drüber, sodass wir wieder in den Bossraum reinfallen. Und zwar machen wir das Ganze hier. Hier geht das Ganze ganz gut. Einmal drüber sprinten und runter. Und da wären wir auch schon. So, den ganzen Out-of-Map-Glitch habe ich selbst gefunden, den ich euch jetzt zeigen werde. Und ich habe auch nachgeforscht, eine Stunde lang oder so. Also ich habe nichts auf YouTube gefunden, dass dieser Glitch schon mal gezeigt wurde. Das heißt, höchstwahrscheinlich bin ich weltweit Erster. Also auf jeden Fall Props an mich. So, den ganzen zeige ich euch jetzt. Und ihr stellt euch am besten hier hin. Denn hier geht es gleich out of map. Ich muss immer kurz gucken. Ich glaube, das Ganze war ungefähr auf der Höhe hier. Muss man kurz schauen. Hier war es. Genau, also auf... Ja, genau dort, wo die Wand anfängt, hier oben, hier unten drin. Und wir können jetzt einmal in die Richtung fliegen. So. Und dann hat man von hier auf jeden Fall einen ziemlich geilen Blick. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich weiß gar nicht, ob man sich den ganzen Glitch hier zunutze machen kann. Aber es sieht so aus, als ob man hier nicht durchschießen kann. Es sieht so aus, als ob die Schüsse abprallen, auf jeden Fall. Ja, die müssten abprallen. Und wir können jetzt noch uns wieder rausglitchen aus der Map. Ihr seht hier, das ist alles ein bisschen verbuggt hier. Aber durch die Wände sollte man eigentlich überall durchlaufen können. So, springen mal von hier. Und wir springen jetzt einfach hier rüber. Und dann schauen wir, dass wir hier... Genau, hier war eine Barriere. Und hier müssen wir jetzt wieder nach oben. Ups, das war nicht so ganz... Genau. So. Und wir gehen hier wieder zurück und haben dann genau diesen Checkpoint und dann, ich hoffe, dass jetzt noch funktioniert, nach dem Checkpoint lasst ihr euch sterben, genau.
Und dann sind wir auch schon wieder in der Map drin und können weiter patrouillieren. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr den Glitch schon mal irgendwo gesehen habt. Würde mich sehr interessieren, ob ich wirklich weltweit Erster bin. Ich werde es allerdings mal mit in den Titel packen, da ich nichts gefunden habe auf YouTube und ich der Meinung bin, dass ich weltweit Erster bin. Genau. Schreibt mir auf jeden Fall aber trotzdem in die Kommentare, falls ihr es schon irgendwo gesehen habt, dann werde ich das Ganze ändern. Und ja, an der Stelle war es das auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao.